Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich habe kürzlich mit einem Freund können essen. Ich weiss, ich bin privilegiert. Ich durfte noch mal Ferien nehmen. Ich war an einem sonnigen Ort. Und dann sind wir eingekehrt in einem Lokal, das so über dem Meer ist. Ein wunderbarer Ausblick. Und wegen Corona sind die Tische im Garten noch origineller platziert als sonst. Und die Dekoration sehr schön gemacht. Das Essen war dann allerdings ein bisschen eine Enttäuschung. Und auch wenn man in Ferien ja viel Zeit hat und sich viel Zeit nimmt, haben wir sehr lange müssen warten, bis serviert worden ist. Einerweg war es ein wunderbarer Abend. Und falls wir dort wieder einmal hingehen, werden wir sicher wieder dort einkehren. Und das alles ist der Flora zu verdanken. So heisst die Frau, die uns bedient hat. Und zwar in einer gewinnenden Freundlichkeit, wo all die Mängel wie hat vergessen. Freundlichkeit äußert sich ja zunächst schlicht einmal im Gesichtsausdruck, meistens in einem Lächeln und in der Art, wie jemand mich anschaut. Aber es ist nicht nur aussen. Freundlichkeit ist eine innere Haltung. Freundliche Menschen merkt man an, sie meinen nicht, sie seien der Mittelpunkt der Welt, sondern sie nehmen mich wahr, sie nehmen das Gegenüber wahr, sie nehmen uns ernst. Sie wenden sich uns zu, sie interessieren sich für uns. Freundliche Menschen beherrschen den Smalltalk nicht als belangloses Geschwätz, sondern als eine Form von Unterhaltung, die erst dann ein oder zwei Etagen weiter in die Tiefe geht, wenn sie merken, jetzt ist es dran. Aber gleichzeitig können freundliche Menschen auf eine ganz gute Weise die Distanz wahren. Sie spüren, wie viel Nähe es braucht. Und das lässt einem dann Luft zum Schnaufen und Bewegungsfreiheit. Das haben wir bei dieser Flora gespürt. Sie hat uns wahrgenommen. Sie hat uns ernst genommen, sie hat sich für uns interessiert, sie war humorvoll und diskret geblieben. Und außerdem, und das ist vielleicht das Wichtigste, hat sie die freundliche Freiheit gehabt, um Entschuldigung zu bitten. Sie hat ihre Mängel zugegeben. Sie hat sich nicht gerechtfertigt. Sie hat nicht erklärt, dass wegen Corona sowieso alle unter Druck sind und im Stress und die Insel sowieso und das Gastgewerbe. Das hat ja alles gestimmt. Und es sind Gründe, warum die Leute wirklich gestresst sind. Aber nein, sie hat einfach nur gesagt, es tut mir leid. Wunderbar. Die freundliche Flora, wir alle sind wie bezaubert von ihr. Und ich hatte mir dann dort vorgenommen, ich würde ihr jetzt auf diese Weise ein Kränzchen winden. Und sie nehmen als vorbildliche Zeugin für Freundlichkeit. Die freundliche Flora ist mir ein Vorbild. Ich möchte auch ein freundlicher Mensch sein. Ich möchte mich für mich gegenüber interessieren. Ich möchte nicht das Bedürfnis haben, ständig im Mittelpunkt zu stehen. Ich möchte aufmerksam können darauf achten, wie viel Abstand es braucht. Und ich möchte aufs Jammern verzichten. Und Mängel können zugeben und einfach um Entschuldigung bitten, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und bei allem möchte ich lächeln. Nicht künstlich, nicht verkrampft, sondern aus dem erleichterten Bewusstsein heraus, die und mich hat Gott gemeint, er schaut uns an und er nimmt uns das Nächste so, wie wir sind. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass wir als Kirche freundlich rüberkommen. Nicht aufdringlich, nicht rechthaberisch, nicht als eine Gemeinschaft von Menschen, die vor allem jammern, sondern als solche, die sich interessieren für die anderen. Alle, wo wir den Weg kreuzen, dass wir sie anschauen und ernst nehmen. Respektvoll wünsche ich uns. Und ich wünsche mir, dass wir liebevoll sind, eben freundlich. Und ihnen wünsche ich, dass sie heute mindestens einem Menschen begegnen, wo so freundlich ist zu ihnen, dass sie noch morgen und in 3 Tagen sich bezaubert daran erinnern. Einen schönen Tag.